Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier in Düsseldorf beim Caravan-Salon und stehen vor einem, ich muss gucken, Caralife 630 LQ. Ein absolut neues Design. Genau, haben wir so noch nicht gesehen. Noch nie gesehen. Und so wirklich los geht's, wann? Nach dem Intro. So, wir schauen uns doch mal das Fahrzeug hier an. Coole Sache erstmal, was kommt, ist eine Außenbar. Und hier hat man dann noch gleich den Auszug, also für Gläser und so weiter. Das finde ich cool gelöst an dem Fahrzeug. Dann zur linken Seite ist hier ein transportables Chemieklo. Klar, das ist halt wie in kleineren Vans auch eine relativ kleine Sache, aber man kann es halt rausnehmen und dann dementsprechend entsorgen. Kühlschrank haben wir gleich hier, beidseitig öffnenbar. Und ja, cool ist auf jeden Fall, wenn wir hier reingehen. An der Seite haben wir hier einen großen Display sozusagen, wo man halt im Prinzip hier aus dem Bett aus der riesen Liegefläche, dann gleich schauen kann. Bad haben wir hier vorne, beziehungsweise das Waschbecken natürlich ist hier vorne. Dann kommen wir in den Bereich natürlich für Auszug. Schauen also auch überall mal rein. Das hier unten ist einfach nur ein Schrank. Dann haben wir zu dieser Seite noch Fächer. Und einmal gezogen, haben wir hier sowas wie Art wie Kleiderschrank. Ich glaube, eine Klappe habe ich vergessen. Das ist hier noch eine Schublade. Ja, und gegenüber ist natürlich das Kochfeld. So, jetzt ist hier im Prinzip die Möglichkeit, dass die Sitzbank, die Kissen umgeklappt werden und man kann das Bett noch mal um 40 cm erweitern. Das Ganze ist relativ einfach, gut mit einer Hand ein bisschen schwieriger logischerweise. Man nimmt also das Bett rüber, dann schiebt man das Ganze wieder zusammen und dann werden die Polster wieder an den Seiten hochgeklappt. Ja, wie gesagt, mit einer Hand etwas schwierig. Muss ich gleich nochmal testen, ohne dass ich die Hand frei habe. Und jetzt fragt man sich natürlich noch, wo ist eigentlich die Dusche? Die Dusche befindet sich hier unter dem Bett. Das Ganze kann man wegklappen. Und in einem Modell, das zeigen wir euch gleich, extra eingeblendet. Das haben wir nämlich gerade ausprobiert. In dem Modell ist es nämlich zum Ausgeklappten, also wo man die Dusche sehen kann. Und wie einfach und schnell sie einfach wieder wegnehmbar ist. Ansonsten habt ihr hier überall diese Dinger hier, da kann man was einhängen, und zwar so eine Ösen im gesamten Fahrzeug, also für die Ladungsbefestigung. Hier hinten sieht man das ganz gut an der Seite. Ja, kann man also überall was festhängen und natürlich die Garderobenhaken hier noch. Ja, Lichtspots sind überall gesetzt, also auch eine coole Sache. Highlight bei diesem Fahrzeug ist natürlich, wie das Bad hier oder beziehungsweise die Dusche entsteht. Und zwar stehen wir jetzt hier einfach mal an einem Querschnitt. Wir haben das nicht im Fahrzeug aufgebaut, sondern extern wurde das hier aufgebaut. Und wir sehen halt dort im Prinzip zwischen dem Möbelbau eine Duschtasse, die nach unten reingeht. Wir gucken uns das auch gleich nochmal genauer an. Aber das Coole ist halt ein komplett magnetischer Vorhang. Die Magnete sind hier unten eingehakt. Also das heißt, der Vorhang klebt auch nicht am Körper. Das ist also eine ganz coole Sache. Auch dieses hier, also das heißt, der Eintritt ist magnetisch an den Seiten, so dass sich das Ganze wieder zusammenfügt. Ja, und so entsteht ein kompletter Duschbereich und du kannst in Ruhe dort deine Dusche nehmen und machst die Möbel dabei nicht dreckig. Coole Sache. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz an, wie baut man das wieder zurück. Keine große Sache, das Ganze wieder ausgehakt. Einmal vier Ecken. Zack. Und dann heißt das einfach nur die Dinger wieder zusammen, über die Bodenplatte, einmal rübergezogen und schon ist von der Dusche nichts mehr zu sehen. Oberhalb des Waschbeckens hast du natürlich noch Ablagemöglichkeiten, wo du hier Gewürze reinpacken kannst, die Bedienung von dem gesamten Fahrzeug. Und wir haben hier einen kleinen Schrank für, ja, im Prinzip Zähneputzen und so weiter, das machst du halt über dieses Waschbecken hier.
Oben rechts ist noch das Bedienpanel hier der Truma natürlich. Und vorne drinne haben wir noch ein großes Fach. Das geht auch relativ weit, also für Jacken und so weiter. Bestimmt eine coole und angenehme Geschichte. Ein Oberlicht hier und zwei ganz große Oberlichter noch unterhalb des Fahrzeuges. Marcel, sieht man ja gerade. Ja, die indirekte Beleuchtung da oben oder beziehungsweise diese LED-Leiste. Ist auf jeden Fall eine Menge Tageslicht auch hier drin. Gucken wir uns das Fahrzeug nochmal von außen an. Klasse Felgen, gut ausgesucht. Und ja, man hat hier im Prinzip das Fahrerhaus, kennt man aus dem Transporter. Aber man kommt nicht in den Wohnbereich, der ist nämlich hier besonders. Du hast halt einen extra abgeschlossenen Bereich. Dann schauen wir uns mal das Heck an. Das Heck kommt erstmal sofort mit einem riesengroßen Fach daher. Also da würde ich mal sagen, ist richtig Zuladung möglich. Ja, und oberhalb das Bett ist relativ hoch gelegen. Das heißt, man hat auch eine super Aussicht. An den Fenstern hier sieht man das. Kann man direkt rausschauen in die Natur. Und ja, hier unter haben wir dann natürlich das Bett. Nee, das ist der Tisch natürlich, der im Prinzip eingeklappt ist. Und der fährt hier hinten in den Heckstaubereich. Natürlich muss man dann aufpassen, dass man nicht bis unter die Decke lädt. Aber das ist, denke ich, planbar. Rechts oben noch Staufächer. Und zur linken Seite wird die ganze Technik drin verbaut sein. Ja, schauen wir uns doch nochmal an, weil ich habe gesagt, wir müssen uns nochmal Gedanken machen wegen der Heizung. Hier habe ich jetzt gefragt, wir haben hier eine Dieselheizung, das heißt, die Dieselheizung übernimmt das Ganze, ist also im Fahrzeug verbaut und die Gasflasche ist dort an der Klappe. Die brauchen wir also nur noch zum Kochen, denn alles andere läuft über Strom oder Diesel. Und ja, Wassertank, auch noch ganz wichtig. Der Wassertank befindet sich unterhalb im Fahrzeug, also das heißt im Boden eingelassen. Bezüglich des Wassertanks habe ich mich natürlich nochmal schlau gemacht. Der befindet sich halt unterhalb oder im Boden eingelassen, hat 109 Liter Frischwassermöglichkeit und der Abwassertank ist dann unter dem Fahrzeug mit 90 Liter Fassungsvermögen, wie auch immer. Genau, das zu den technischen Daten. Und wahrscheinlich werden jetzt einige Kommentare kommen, was ist denn das für ein blöder Aufbau? Die Fahrertür ist doch abgedeckt, also da kommst du nicht zwischen Fahrraum und in den Wohnbereich kommst du nicht rein. Wir entdecken definitiv Vorteile. Ja. Wir sagen freistehen, normalerweise machst du alles mit Plaisés zu, das brauchst du in dem Sinne nicht. Und das Fahrzeug fällt dadurch weniger auf, zumindest sehen wir das so. Genau. Solarmäßig hat man ein bisschen Platz vorne und ganz hinten. Hier hätte man auch noch ein bisschen Platz für Solar. Also das kann man auf jeden Fall auch noch machen, so dass es wirklich noch autarker geht. Absolut cooler Rundriss. Ja, das ist was für Vanlifer. Deshalb heißt es nicht umsonst Vanlife über diesem Fahrzeug. Also für den Preis, ja, muss man schauen. In der Serienausstattung kostet er 60.000, so wie wir ihn jetzt vorgestellt haben, oder wie hier steht, ist er ungefähr bei 72.150 Euro. Genau, Lithiumbatterie und so weiter, natürlich muss man überlegen, ob das noch dazu, weil bei Dieselheizung und Kompressorkühlschrank und so genau, weiter. Da rechnet ungefähr nochmal 2.000 Euro on top, dann seid ihr bei 75.000 und jetzt für die sagen, das baue ich mir selber aus. Ich wette mit euch, wenn ihr ein nagelneues Fahrzeug nehmt und das ausbaut, da werdet ihr ähnlich liegen. Nicht billiger. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Haut runter in die Kommentare, was findet ihr wie findet ihr diesen Grundriss? Mal wie gesagt, was ganz anderes und wirklich mal eine Weltpremiere, kann man ja schon fast sagen, hier auf dem Caravan-Salon. Ja, und dann sage ich, bleibt gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.